Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch wieder zu Tales of Graces F. Dieser Bär macht mich voll nervös, so wie der manchmal, ja genau, wenn er das macht, wenn er sich schon so fertig macht und sich denkt, am besten hier kommt nichts vorbei, sonst töte ich es nämlich, so wie dieser kleine Junge da. Ja, im letzten Part sind wir zurück nach Lawnd gekommen, nachdem wir von Ichimaru Jin beinahe getötet worden sind und unserem Freundschaftspakt mit Sophie und Richard geschlossen haben. Ja, eigentlich hätten wir Stubenrest, eigentlich müssen wir in unserem Zimmer bleiben. Darauf hat Espelor wie jede andere Bestrafung, die er von seinem Vater bekommt, keinen Bock und flüchtet und geht nach Verona. Ja, jetzt machen wir diesen Pillbären fertig, weil wir haben es nötig. Ja, kaum mal Sophie drauf ist, er schon halb tot. So muss das sein. Mal. Muss ich nehmen. Kann so nicht weitergehen. Na. Ich habe aber auch keine Klamotten kaufen konnten. In mein Gott, wie heißt die Stadt immer, wo ich auch gemacht bin? Lawnd. Mein Gott. Okay, Sophie, du kannst jetzt angreifen, wenn du willst. Wenn du nichts dagegen hast. Ja, danke. Zwei Angriffe, das ist sehr nett. Aber den Rest habe ich gemacht. Ja, wenn ich dich steuere, dann machst du hier Jin mit ein paar Schlägen fertig, nicht wahr? Egal. So. Auf nach Verona. Ach so, hier ist eine so eine Hütte. Aber ich gehe jetzt mal hier gucken. Aber hier ist nichts. Deswegen war voll Verschwendung. Aber da habe ich schon mal Glitzer gesehen. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit, weil jetzt eine Katze kommt. No. You're really strong for someone so quiet. If I'm strong, I can protect you. Wait, what? No, that's not how it works. I can't be protected by a girl. That's embarrassing. I want to protect you. Okay, how about this? We'll race to that house over there. Whoever wins gets to protect the other person. Deal? No one can outrun me. Ready? Go! Okay. Das war auch hoch, Haus hochgeschlagen. You're really fast. I win. Now I'll protect you. I can't believe it. I was supposed to win. I'm supposed to protect you. Next time, I'm gonna win, no matter what. Hast du nicht gesehen, wie die kämpft? Mein Gott. Hast du wirklich gedacht, du hast eine Chance gegen die? So, seltsam ist seltsam. Aspel, is Sharia okay? She'll be okay. We can't take her with us because her illness might act up. Illness? She's been sick since birth, but everyone gets sick, right? Really? I don't remember ever being sick. Ja, du weißt ja auch gar nicht, Sophie. Das zählt nicht. But you sure are weird sometimes. Weird? What does that mean? It means you're weird, that's all. But in your case, it means I'll never get bored when I'm with you. Then you are weird too, Aspel. That just sounds weird coming from you. Ja, der hat wohl ein bisschen zurückgefeuert. So, hier war irgendwas glitzerndes. Warum ist hier nichts mehr glitzernd? Ich fühle mich verarscht. Ich hab keinen Bock auf das Spiel, jetzt bin ich beleidigt. Jetzt will ich nicht mehr. Nein. Hütte am Straßenrand. Das hätte ich auch gesagt. Was haben wir hier? Ohne Truhe. Ich bitte mich mal, oder?
Handbuch zum Handanlegen. Hier kannst du die manuelle Einstellung festlegen und alle Kampfaktionen selber auswählen. Was zum... Hä? Aber das hätte man sich doch für 500 kaufen können. Ah, das ist ja das Handbuch zum Handanlegen. Soll ich noch was dazu erzählen? Ja, bitte. In diesem Handbuch zum Handanlegen kannst du Kämpfe im manuellen Modus bestreiten, im halbautomatischen Modus. Näherst du dich dem Gegner automatisch, wenn du mit X angreifst. Aber im manuellen Modus benutzt du, wenn du X drückst, deine Waffe, ohne dich zu bewegen. Du kannst jederzeit vom Arztmenü aus zwischen den Modi wechseln. Blablabla, ja, okay. Ja, und... Habt ihr ein Buch der Monster? Wenn man ein Monster-Experte wird, bringt das einige Vorteile mit sich. Wenn man dann endlich mal eine Erfahrungsstufe erreicht, prasseln die Errungen auf einen herab wie Regen. Ja, und das habe ich, glaube ich, im letzten Part schon gesagt, die manuelle Steuerung, die bevorzuge ich lieber. Weil dann kann man ja so auch später, ich glaube, ich verrate schon nicht so viel, wenn ich sagen würde, dass man später auch zaubern kann. Yay, Gold, ich meine Gold. Und ja, da kann man irgendwie Zauber besser anpassen, wenn man auf manuell eingestellt ist. Aber das tut jetzt noch nicht zur Sache und da kann man nicht hoch, was soll das denn? So, bam! Oh nein, ich schon wieder so ein Teddy. Wow, das war gut. Ich bin gut, aua. Erstmal den Bären wieder verkloppen. Ach ja, upsala. Ich konnte ja mal... So. Wir sind jetzt im halbautomatischen Modus. Ich drücke jetzt X. So. So ist ein Angriff, wenn man auf halbautomatisch spielt. So, jetzt gehe ich auf Arzt und stelle hier auf manuell. Jetzt drücke ich X und greife so an. So ist es ein bisschen praktischer. Ich meine, wenn man auf halbautomatisch stellt und dann X drückt und dann direkt nochmal X drückt, dann wird der Angriff auch sofort ausgeführt. Aber da kann man ja direkt auf manuell spielen. Kritische Treffer sind Treffer mit enormem Schaden, die nicht auf festen Prozentzahlen basieren, sondern auf der Erhöhung deiner SK. Also der Erhöhung deiner kritischen Anzeige. Aber sei vorsichtig. Bist du getroffen, sinkt die Anzeige. Da mit den kritischen Treffern habe ich noch nie so richtig hier verstanden. Ich weiß, das hat irgendwie mit der blauen Leiste unten unterm Porträt vom Charakter im Kampf zu tun hat, aber ich glaube, wenn man abwehrt, dann lädt die sich auf und dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, kritische Treffer zu bekommen. Oh, Geld. Aber wie zu 100% funktioniert, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber egal. So, ich wärme ab und unten der blaue Balken, der füllt sich ein bisschen. Ich wärme wieder ab, der füllt sich auch wieder ein bisschen. Ich glaube, wenn der voll ist und wenn man den Gegner angreift, dann wird die Abwehr durchbrochen. Oder der Gegner wird irgendwie betäubt. Sieht so Sternchen. Da wird so schneller gesteckt, also so. Ich kann nichts machen. Also, das meine ich mit Stecken. So, und physischer Angriff plus 3 erlernt. So. Was haben wir noch hier? Kühe. Mo. Hä? Ist da noch was anderes? Nee. Muh. Miau. Und die Windor-Kuh. Die Milka Windor-Kuh. Beweglich bleiben. Cow sure do make some really weird noises. Moo. Ow. Hey, take it easy, cow. Oh, you wanna play? Let's go. Gah. Gah. Damn it! I lost! Was it fun? What? You asked the cow to play with you. Just don't tell anyone about this, alright? Okay. But why were your noises weirder than the cow's? No one asked you! Das Gitter habe ich ehrlich gesagt noch nie gesehen. Das ist nicht nur irgendeine alte Kuh, sie ist eine echte Windor-Kuh, der Stolz unseres Landes.
macht sie auch Schokolade. Egal. Pilger. Und dann sagen, wenn meine Stadt angekommen sind, dann wird der Fall auch wieder beendet. Bis dahin haben wir nur gekämpft eigentlich. Aua, blöder Sack. So, ich habe physischen Angriff plus 3. Ich müsste jetzt voll dicke mehr abziehen. Oder auch nicht. Aua, aua. Ja, kannst mich heilen. Ich glaube, die Wirkgeschwindigkeit hat sich ein bisschen verringert. Bei ihrem letzten Titel. Wow, das war gut. Das sah schön aus. So. Was haben wir hier noch? Ich glaube, rechts war noch irgendwas, oder? Ich weiß es doch nicht. So, haben wir Kühe. Wuff. Ja. Und das was glänzend. Ein Gummisamen. Cool. Und hier ist nichts mehr. Okay. Und da sind noch mehr Kühe. Oink, oink. Ja. Wir sehen in der Mitte vom Video heißt Grailsee. Er liegt direkt vor uns. Um den Grailsee führen 4 Landstraßen. Ah, okay. Darauf gehe ich jetzt noch nicht so ein, aber ihr werdet schon verstehen. Verpiss dich. Oh, okay. Ich glaube, die Kuh hatte was gegen mich. Sie war voll aggro. So, ist ja was Glänzendes. Nö. Was war das denn? So, speichern brauche ich nicht. Das wird so riskant, da ist die Aufnahme kacke. Also nicht kacke, aber irgendwie kaputt. Aber, ja. Hab ich keinen Bock. Nochmal. So. Hallo. Ich gehe gerne raus, um nach Cryos zu suchen. Ich kann es alten Leuten verkaufen und mir selber dann Süßigkeiten kaufen. Habe ich beim Suchen gefunden. Ihr könnt es haben. Ich brauche es nicht. Wow. Da habe ich wahrscheinlich die einzige Person noch angesprochen, die mir was gibt. Ich bekomme nie genug davon, die Leute zu beobachten, die über den Kai laufen. Ich stelle mir vor, woher sie kommen oder weshalb sie hier sind. Es ist so aufregend. Ich habe keine Hobbys. Deswegen mache ich so stinklangweilige Sachen. So. Hallo. Ja, da findet einer. Macht euch nichts aus. Ich bin hier nur am Einbrechen. Klau euer Brot und Kopfsalat. Ich habe ihn geheiratet, nachdem wir uns auf einer Seereise aneinander verliebt hatten. Aber an Land denkt er nur an Schlafen. Na, lass mich ein bisschen länger schlafen. Ja. Ja, und währenddessen bin ich reingekommen, habe den ganzen Kopfsalat geklaut. Ich glaube nicht, dass ich so cool bleiben würde, wenn jemand in mein Haus reinkommen würde und einfach so mein Essen klaut. So, gibt nichts zu kaufen. Okay. Das ist der Anleger für die Fähre zwischen Baron und dem Hafen nach Baron. Was? Fähre zwischen Baron und dem Hafen nach Baron. Was ist das denn? Ja, okay. Wir legen ihn kurz ab. 10 Galt, hallo? Das hat mich irgendwie verwirrt. Oh, ein Schiff. Ist das nicht schön? Und ich werde wahrscheinlich gleich direkt da in das Hin- und Schnitt machen müssen. Ja, sieht so aus. Weil nur noch eine Minute, weniger als eine Minute übrig ist. Na? Is this your first boat ride? Weiß dir doch nicht, Mann. But I'm nervous. My heart is. It happened as soon as I saw the capital. I'm too excited to be nervous. You are? Yeah, I mean, wouldn't it be awesome for you and me to jump in a boat and sail around the world? You and me? Well, other people could come, like Hubert and Sharia and maybe even Richard. We'd have so much fun, you'd forget to be nervous. And then, we could sail around and try to recover your memory.
Aber erst im nächsten Part. Tschüss.